Jo, willkommen wieder zurück. Hi, wir haben ja letztes Mal 5 Folgen aufgenommen und haben uns vorgenommen, jetzt wieder was aufzunehmen. Wir haben es mittlerweile schon fast 3 Stunden nach unserem gewünschten Starttermin, da Doji jetzt wieder mal geschafft Da hat, Emsdev uns mir mein Java komplett. zerschossen hat. Das stimmt nicht. Das stimmt sowas von, aber sowas von. Lügner. Sowas Du von. Lügner. Und dank Emsdev, der mich an den Tod gerissen hat. Das stimmt. Die Frage, wer hat die Betten? Tja, die liegen jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt herum. Weil du sie mitgenommen hast. Sonst wärst du hier gespawnt, right? Ja. Richtig, also brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen. Du läufst auf jeden Fall jetzt schon mal her, ne? Ja. So, was haben wir denn jetzt hier alles gehabt? Ich habe hier von da, von jenes, welches und so weiter und so fort. Was ist denn heute unser Ich Ziel? würde sagen, wir haben das Ziel, erstmal eine kleine Hütte zu bauen. Und hier lernen den Ganga-Style. Die Frage ist, pass auf, wir haben jetzt hier unten unser Erdloch, Ja. was absolut reizend Ich ist. hab's gebuddelt, bitte. Ich hab's Naja, so gebuddelt. reizend finde ich das jetzt schon gar nicht mehr, wo der gerade sagt, ich habe das gebaut. Ja, definitiv nicht. Ziel und Zweck war es ja eigentlich gewesen, dass wir am Anfang gucken wollten, dass wir einen NPC-Dorf finden. Ja, Ich weiß nicht, haben wir. wo gibt's die? Ich würde sagen, Also, die irgendwo. gibt's in 2 Orten, ne? Die gibt's da, soweit ich weiß, in der Wüste. Und die gibt's in der normalen Landschaft. Ich weiß gar nicht, wie das Biom gerade heißt. Biom. Das Biom heißt irgendwie anders. Wie heißt das Biom? Doji? Biom. So. Okay. Dann ist ja schon mal das geklärt, Boah, wenigstens. Creeper. Es gibt ja diese normale Wiese mit Bäume-Geschichten da, weißt du? Da, wo auch Äpfel wechseln und so. Ja, genau. Das Ding, also auf jeden Fall keine Schneelandschaft, kein Dschungel, kein nichts von einem anderen Wüste auch. Zeugs. Wüste, hä? Na, Wüste hatten wir doch eben gerade gehabt, dass da sowas gibt. Dummel. Doji, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal. Ne? Alter, fick Gut. die Henne. Es fängt schon wieder gut an. Creeper um Creeper, Definitiv. Alter. Ja, dann darfst du dich nicht stören Ich wollte lassen. gerade sagen, kommst du denn wenigstens lebend an bei uns? Ja. Dann stell dir schon mal ein Bett auf, so als Zwischenstation. Man weiß ja nie. Okay. Ich gehe mal hier gerade hoch. Ich bringe auch hier ein bisschen Creeper mit, oder ja, was? aber Rohrzucker. Ja, ist ganz wichtig. Ja. So, ich versuche mal gerade ein paar Kakaobohnen hier schon mal eins zu sammeln. Weil könnte ja gar nicht so schlecht sein, wenn wir dann doch mal hier irgendwo abhauen sollten. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Dann haben wir wenigstens was. Können wir ja anpflanzen. Tropenholz brauchen wir. Emster, würdest du Tropenholz Wenn du einsammeln? sagst, was Tropenholz ist. Das ist das Holz, was in den Tropen wandert. Also, Ja. komm doch mal her, Mann. Hier. Hier oben. Ja, warte, warte. Weißt Ja, du, ich wo hab oben ist? Tropenholz. Hab schon. Alter Keulis, sagt mir mal eure Wo bist du denn Koordinaten. eigentlich Über gerade? dir. Ups. Sag mir mal eure Koordinaten. Mach Amstaff mal bitte. Was? Du sollst mal Koordinaten Nee, geben. mach du mal. Nö, keine Lust. Ich auch nicht. Oh. Okay. Unsere Koordinaten sind minus 776 x und z minus 777. Also wenn ich bewege, merkt ihr einfach mal zweifach 777. Wie geil ist das? Cool. Ja. Kannst du das merken oder Ja, nicht? warte mal, ich mach's mal hier. Es wäre Also relativ ich. peinlich, wenn nicht. Nee, definitiv. Alter, sind wir so weit gelatscht? Nee. Du bist nur in die falsche Richtung gelaufen gerade ein paar Minuten. Schätze ich mal. Ach ja. Doji, mir fehlt die Antwort. Ja, ich gucke hier gerade vorbei. Okay, sie hat, würde ich sagen, allen gereicht. Oh Mann. Alter, schon wieder nichts zu fressen hier. Oh, Lava, 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 Lava. Tot. Also ich hätte noch was zu fressen für dich. Ach schön. Ich Ich hätte auch. auch, wenn eine bestimmte Person mich nicht gekillt hätte. Ja, warum fällst du da auch einfach runter? Ja, Entschuldigung. Warum kickst du mich? Ja, also ich sag mal so, wir haben wahrscheinlich jetzt Rollentausch. Hä? Ja, beim letzten Mal war ja Amstaff der Selbstmord Du hast mich umgebracht. gefährdete. Ich habe nichts gemacht. Du hast mich umgebracht. Leute, ihr werdet bestimmt alle zustimmen, dass ich gar nichts gemacht habe. Glaube ich nicht. Die Leute sind auf meiner Seite. Ach komm, die gucken doch alle die Let's Plays nur wegen mir. Da hast du auch wieder recht, Dorian. Da hast du auch wieder recht. Der Klügere hört Siehst nach. du? So. Siehst du? Er stimmt da auch noch ganz stumpf einfach zu. Ja, da fehlen mir jetzt auch gerade die Worte. Aber egal.
Aber so ist er natürlich. Ja, und er war noch nie anders. Unser Dösche. Richtig. Oh. Nicht unterspringen. So, ich habe ja hier eine FPS. Ja, das wissen wir. Die FPS? Die wundert mich gerade ein bisschen. Wieso, auf was steht die denn? Schon wieder auf 60? So Leute, ich würde mal sagen, ich mache kurz eine kleine Pause und wir sehen uns gleich an der Stelle wieder, ja? Ey. Findest nicht aus? Ey, wir sind wieder zurück. Ich habe leichte Probleme mit meiner Version gehabt. Also mein Minecraft ist gecrashed. Und nach einer versuchten Wiederherstellung und nach allem drum und dran, neuem Grafiktreiber-Installation und nach einer Minecraft-Neuinstallation und der Einrichtung von allem, kann ich jetzt feststellen, dass ich eine FPS habe, die so um die 30 liegt. Und das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen. Kann ich verstehen. Ja. Aber ist egal, wir versuchen es einfach. Sag mal, unterm Haus? Ja. Freiheit. Also im Haus oder unterm Haus? Unterm Haus. Wir haben kein Haus. Naja, unsere Höhle. Aber ihr seid nicht in der... Nicht in der Nicht in der Spalte. Bin ich jetzt hier richtig? Ich versuche mal gerade euch zu finden. Mhm. Aber jetzt da in diesem großen Gebäude, Dings da, ja? Da wo die Fackeln schon drin stehen? Oder seid ihr woanders nochmal langgelaufen? Da sind wir noch. Oder direkt da, wo unsere Betten standen und die Ulfen. Warte, ich komme mal zu dir. Oh Gott, wenn ich hier jemals wieder rauf. Also ich meinte, es ist jetzt da, wo ich mich damals eingegraben habe. Keine Ahnung, wo hast du dich das damals eingegraben? Naja, da wo du gerade gesehen hast, dass da so ein Loch drin war. Achso, ja, da bin ich auf jeden Fall rein. Und Doji auch, glaube ich. Ja. Schafe. Mhm. Ich baue mich gerade nach oben. Ja, ich hau gerade mit einem Stück Lehm auf ein Stück Stein. Sehr schön. Hat keinen Sinn. Ich habe aber auch irgendwie gar keine Spitzhacke dabei. Och. Bist du vielleicht auch gestorben? Nein. Hm. Aber es dauert Ewigkeiten. Ich sehe einen Namen in der Ferne, der hochhüpft. Das könnte ich sein. Aber du bist recht weit weg. Ja. Oh, ich habe das IT gefunden. Du denn da? Hier oben? Kommst du jetzt von oben an? Ne, ich komme von unten. Ich baue mich, buddel mich gerade hoch. Ach, Schuten-Doji, hier, hi. Boah, alt, habe ich viel davon getragen. Ach so, ihr wart hier unten drin, ja? Jo. Mach mal hier auf, danke. Ich brauche mal ein paar Werkzeuge. Oh, hier ist eine neue Kiste schon mittlerweile. Ja. So, das ist ja schon mal sehr hervorragend. Was machen wir jetzt da unten eigentlich? Rohstoffe sammeln, habe ich gemacht. Ja. Ich meine, hat das jetzt überhaupt einen Sinn, da hinterher zu latschen? Nein. Okay, was wollten wir jetzt machen? Ich habe, glaube ich, gerade euren Namen gesehen. Ja, ich sehe euren Namen. Wir wollten doch jetzt eigentlich... Weiterziehen. Weiterziehen, richtig. Können wir jetzt auch machen. Ich bin hier unten auch fertig. Ja. Ich muss die Frage ist, was machen wir jetzt mit den ganzen Items, die hier rumliegen? Das ist ja so nur nach 15 Zeug, was kein... Ja, super. Super, ey, so viel Glück kann auch wieder nur ich haben, ne? Wieso? Du hast Glück. Ach. Du buddelst und buddelst und wo kommst du raus? In der Höhle mit Wasser. Ja, das ist sehr, sehr gut. Brauche ich denn nicht? Ei, brauche ich nicht. Okay, aber momentan geht's anscheinend mit der FPS. Das ist schon mal ganz gut. Ja, ich nehme sogar tatsächlich auf, also auch kein Fail hier irgendwo. Das ist doch schon mal nett. Ja, so. Ich bin wieder draußen und es ist helllichter Tag, das ist super. Wo zur Hölle? Ach nee, das war ja vollkommen falsch hier. Ach Gott, muss ich erst noch brennen. Ich sehe das Tee. Dö-dö-dö-dum. Jo, ich sehe euch. Ich bin über euch, Baby. Das freut mich jetzt. Das ist ungemein. Ja, so. Will ich auch hoffen. Okay, was nimmt man jetzt noch mit hier? Na, ihr. Na, ach, du. Ihr habt euch rein? Okay. Ja, was wollen wir gucken? Wir wollen auf jeden Fall nach einem NPC-Dorf gucken, ne? Jo, wollten wir. Wo ist denn der Ofen hin? Den habe ich abgebaut. Du Depp. Wieso baut denn der die Öfen ab? Ja, dann lass uns mal alles Wichtige mitnehmen. Ja, ich nehme schon, ich guck schon hier so. Ja, ich versuche auch gerade alles so, wir müssten glaube ich mal gucken, dass wir uns doppelt stacken. Also alle, die schon mal irgendwas drin haben oder sowas dazu kommen. Ach so, Pilze. Also sowas wie Pilze, Seerosen, Zuckerrohr etc. drum und dran. Kakaobohnen könnte alles mitgeben. Achso. Okay, was braucht eigentlich einen Sattel? Kann mir das mal einer sagen? Schweinereiten. Macht man öfter? Ja, auf jeden. Bringt gar nichts. Auf jeden Fall. Doch, gibt einen Erfolg. Ja? Wenn du ein Schwein in den Abgrund reitest.
Nee, du willst mich verarschen. Nimmt einer Kies mit von euch? Nee. Ja, kann ich machen. Für den Kiesweg oder sowas, wenn wir dann in der Dings sind, wisst ihr? Wer nimmt die Wolle von euch? Wolle habe ich, also weiß habe ich, ne? Ja, egal, hier. So. Schick dir mal alles, was mit Wolle zu tun hat. Die Faden nimmst du mal mit. Faden kann ich nicht mitnehmen, bin voll. Doji, hast du mal eben eine Axt? Ja. Ist da noch drinne? Ist da noch drinne? Eine Eisenaxt. Achso, Eisen, ich habe nur eine Eisenaxt. Habe ich gerade zugeworfen. Jo, habe ich gesehen, habe ich. Hat Dings aufgehoben, glaube ich. Ne, jetzt ich kann keinen aufnehmen. Ne, jetzt habe ich es auch angezeigt gekriegt. Das wird schon wieder, super Leute, es wird schon wieder Nacht. Ja. Ne, echt? Doch. Holz. Holz habe ich nicht. Holz habe ich auch nicht. Ich hatte aber eigentlich Tropenholz gesammelt. Ja, das bräuchten wir auch. Ja. Aber nicht verarbeiten, das brauchen wir für die Kakaobohnen. Ja, das ist noch nicht verarbeitet. Okay, was brauchen wir noch? Hat jemand noch Pilze oder sowas? Nein. Ich hab ein Brot. Okay, auch schön. Ja. Sowas wie Farbstoff oder so, hat das jemand noch? Nein. Ja, ist okay, Lapidazuli. Genau. Aber lass es mal stecken, lass es erstmal so, wie es ist. Hat jemand noch von euch zwei Federn oder so? Nee. Nein. Hat jemand von euch Flint? Nein. Nein. Och. Kann jemand von euch noch 12 Stücken Kohle aufnehmen? Ach nein, ist egal, das brauche ich selber hier. Ich hätte es noch, naja. Kann jemand noch von euch Fackeln aufnehmen? Nein. Nein. Obwohl, doch. Wie viel? Oh, ein 64er-Stack. Ich habe gerade eben Dreck weggeschmissen. Den ich hier kannst du mal... Ich bin gerade draußen am Bäume hacken. Ja, die Fackeln können wir mal ein bisschen so draußen machen. Hier. Okay, aber nachts vor. Wo sind hier? Hier. Hier. Wee. So, ich kann dir jetzt noch 32 geben. Okay. Danke dir. Okay. Hey, da oben so viel Tropenholz, Leute. Wo denn? Da im Wald? Ja, hier im Wald. Überall über uns. Nee, hör auf. Da ist Tropenholz. Da ist Tropenholz. Wer hätte das gedacht? Hier ist wie ein ganzer Wald. Ganzer Baum. Ganzer Baum. Ah, Bucky. Kakaobohnen sind ja bei mir noch Bucky. Wegen der MC-Patcher, den ich nicht hab. Ich hab ihn gerade nochmal installiert, ja. Ich hab. Hervorragend. Ich hab die Standardversion. Verstehe. Ja. So. Oder haben wir einen Tropenbaum? Öffnen, öffnen, öffnen. Sie werden verbunden. So, also Leute, Schark. Ich kann. Schark? Ich muss jetzt gerade ein bisschen verzichten, darauf in Urwald zu laufen. Ja, wir hacken schon. Oder ich hacke zumindest fleißig. Ich habe keine Axt. Wunderbar, wunderbar. Ich habe doch zwei Stück gehabt eigentlich da. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mit Pfeil und Bogen versuche ich zu mein Glück. Oh, sehr trinke ich hier fast noch. Wo seid ihr denn? Das wird schon wieder verlieren. So, also ich bin hier in der Wüste. Also gleich am Anfang da, wo wir auch sind. Und guck mal, dass ich hier so ein paar Monster hier irgendwie... Töte. Ja. Ich habe 22 Level nur durch Farm mit Kohle und so einen Scheiß verbracht, also. Ach, das war Doji. Ich dachte, was ist denn das jetzt für ein komisches Geräusch? Ja. Also wollen wir jetzt auf gucken, dass wir da jetzt einen NPC da finden. Ich würde sagen, ne? Erstmal so viel Tropenholz wie möglich sammeln. Weil ich das einfach. Ja, warum brauchen wir jetzt so viel Tropenholz? Weil schön findest? Ja. Könnt ihr nicht versuchen, einfach mal so von dem Tropenholz ein paar. Setzlinge zu... Versuche ich ja gerade, aber dafür müssen die Bäume ja ein bisschen abgebaut sein. Die müssen komplett abgebaut sein. Ne, manchmal fangen die auch schon vorher so ein bisschen an. Ah, stimmt auch, ja. Kann man die nicht auch zerschlagen oder ist es bei Tropenholz nicht möglich? Das versuchen wir gerade. Meines Erachtens geht das, aber ein Tropenholzbaum, der bringt wohl, glaube ich, auch nur einen Setzling. Und nur wenn der dann irgendwie halt irgendwie mehr oder sowas oder ein Viererbaum hast, der bringt dann mehr Setzlinge, ich glaube irgendwie 6 oder sowas in der Richtung. Ein Viererbaum hatte ich eben auch schon. Genau, wenn er oben alles abfarmst, die Blätter, müsstest du eigentlich 6 Setzlinge kriegen. So ungefähr. Also irgendwie ist das hier mit der Aufnahme heute sehr wie verhext, oder? Ja. Das durch mit seinem Zeug und jetzt bei mir hier, wo alles spinnt, ist ja wohl der Wahnsinn. Ich sammle mal ein paar Samen, so passiv-mäßig. So. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Das brauchst du nicht näher erläutern. Wäre sogar dir sehr dankbar, wenn du deine Samen nicht näher erläuterst. Creeper. Können wir mal auch eine Folge mal ein bisschen Nein. ernst bleiben? Nein, sonst ist das ja nicht lustig.
Wir kennen halt nur Fäkalhumor. Ja, du. Durch dich kenne ich ihn halt sowas auch. Ja. Jetzt bin ich dran schuld. Ich glaub's ja nicht. Naja, also indirekt. Was? Ist das eine Krankheit?